Tschu-tschu! Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Ja, heute bauen wir einen Zug. Nicht einen normalen Zug, natürlich nicht, sondern einen Steampunk Train. Der kommt von der Firma Funhole und da habe ich bereits ein Set gebaut, ein Klemmbaustein-Set. Das war die Krakenattacke. Das hat mir gut gefallen, deswegen dachte ich mir, können wir doch hier direkt mal weitermachen. Set Nummer F9006, 1056 Teile. Und so cool soll das Teil später mal aussehen. Und natürlich mit LED-Beleuchtung. Jawohl, hier könnt ihr sehen, mit LED-Beleuchtung bei Nacht und bei Tag sieht das Ding dann so aus. Ich finde, der ist sehr cool vom Design. Und ich freue mich schon, also natürlich aufs Bauen, aber auch auf das fertige Ergebnis. So, wir machen die Packung mal auf, schauen mal rein. Dort finden wir einmal die Anleitung. So, Deckel bleibt bitte offen. Also einmal hier die Anleitung und das ist schon, ja, hier ihr seht, ein recht dickes Büchlein. Insgesamt haben wir 200 Bauschritte hier drauf stehen und ja, Seitennummerierungen keine. Also 200 Bauschritte und sieht alles von der Druckqualität sehr gut aus. Doch, das sieht, oh, was haben wir denn da drin? Das sieht sehr gut aus. Und schaut mal her, hier diese coole Ladung, was der da hat, diese Leuchtkristalle. Oh, ich liebe LEDs. So, was haben wir denn da hinten drin gehabt? Ach, ein paar Aufkleberchen gibt es hier. Rost und Nieten und so ein Zeugs. Und irgendwas noch, so kleine Stangen. Ich mache mal eben auf und wir schauen kurz rein. Vor allem, was das hier sein soll. Also hier noch so ein paar kleinere biegsame Stangen. Also, das ist nur die Danksagung. Danke für den Kauf. Okay, dann hätten wir einmal hier, ich vermute doch mal ganz stark, dass sich hier drin dann die ganze Beleuchtungsgeschichte verbirgt. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen unelegant auf. Oh, ja, sehr gut verpackt. Nochmal hier in Luftpolsterfolie drin. Und da sind die ganzen, wo geht es denn hier auf? Hier, da sind die ganzen LED-Teile dann drin. Ne? Das ist ja immer ein bisschen fragil mit diesen kleinen, uiuiui. Kleinen Käbelchen, schaut mal her, ein richtig dicker Packen ist das ja hier. Und ich nehme es einfach mal komplett raus. Da kann man sehen, ne, kleine LEDs mit Käbelchen und Käbelchen und meine Güte, eine ganze Menge. Was aber gut ist, das ist ja alles wieder Bauschritt nummeriert, auch mit den LEDs. Bauschritt 1, Bauschritt 4. Ne, hier ist die Akku oder die Batteriebox, wie es aussieht. Da ist kein Bauschritt drauf. Und auch hier bei manchen anderen. Hier ist wieder eine Pinzette mit dabei. Das kenne ich schon. Und hier das Teil, um die Klemmbausteine wieder auseinanderzukriegen, wenn man sich verbaut hat. Teiletrenner, so heißt es. Bin ich mehr drauf gekommen. Und hier ist alles schön durchnummeriert. Hier könnt ihr das sehen. So, jawohl. Und dann hätten wir hier ja, eine ganze Menge an Teilen. Ihr seht halt von der Farbe her golden, sieht ganz cool aus, braun, silber, Bauschritt nummeriert, natürlich Bauschritt 1, 2, ah ja, da gibt es noch einen Bauschritt 3. Also wie es aussieht, lass mich kurz spicken, ganz nach unten. Ja, wie es aussieht, haben wir insgesamt 3 Bauschritte. Und das sieht, oh, ist ein richtig schönes, volles Kartönchen, das hier. Das wird eine Weile Bauspaß werden. Von daher lege ich doch direkt mal los und wir bauen unseren Steampunk Train direkt mal zusammen. Und zwar mit Bauabschnitt Nummer 1. Wir schauen mal eben flott, wie viele Tütchen das sind. Hätten wir eine Tüte und eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Und, ja, das war's. 5 Tütchen sind hier unser Bauabschnitt Nummer 1. Das sind diese hier. Und damit, so, jetzt habe ich sortiert. Und damit legen wir dann mal los und bauen uns unseren Steampunk Train zusammen. Ich freue mich.
Bis zur Bauabschnitt 30 habe ich mich jetzt hier mal vorgebaut und ihr seht, man kann schon was erkennen. Und zwar auch, dass das ein echt, ja, ein ordentlich großes Teil wird. Also es bekommt eine gewisse Größe. Und hier sind auch schon die ersten LEDs verbaut. Hier vorne sieht man natürlich den Anfang, ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt, wie so ein Schieber. Korrigiert mich, ich kenne mich mit Lokomotiven nicht aus. Auf jeden Fall, das hier ist die Vorderseite, die vorderen Lichter. So schaut es aus. Und dann geht das hier nach hinten weiter. Verschiedene Ebenen wurden hier gebaut mit Technik und ihr seht schon Käbelchen, was da unten rausschaut. Ne, ein paar Pins und so weiter. Und von der Unterseite sehen wir dann eben hier einmal die ersten LEDs. Eine, die nach vorne strahlt. Dann hier die nächste, die hier nach vorne geht. Und die sind immer auf so kleinen, ja hier auf solchen Pins hier befestigt. Ne, die werden einmal reingesteckt und hier kommt dann die kleine LED drauf. Und dann geht immer das Käbelchen hier bis zum nächsten, bis zum nächsten, bis zum nächsten. Und hier kommt dann der kleine Anschluss raus, der dann später mit Strom versorgt werden möchte. Ja, also ein schön langes Teil ist das mittlerweile geworden. Ja, und jetzt wird auch gleich schon etwas mehr dran gebaut, nämlich Motoren. Motoren. Ja, also der Bauabschnitt 1, der ist noch ganz und gar nicht zu Ende. Ihr seht hier, was noch alles an Teilen übrig ist. Und hier, das finde ich auch schön, dieses Gold. Das ist so ein Gelb-Gold, so bronzeartig schon fast mehr. Ja, das ist schön gemacht. Lässt sich auch wirklich von den Steinen her hier gut bauen. Also ich habe hier noch keine Probleme gehabt. Lässt sich alles gut ineinander drücken, qualitätsmäßig. Ja, man sieht hier und da mal, wie hier zum Beispiel eine Gussnase dran. Das könnte alles ein klein wenig schöner nochmal sein. Ist aber jetzt echt Jammern auf hohem Niveau, finde ich völlig in Ordnung soweit. Ich hoffe, es bleibt so, dass alle Teile passen. Und dann bauen wir doch mal weiter auf der nächsten Seite. Na, komm, umblättern. Wie gesagt, da kommt jetzt hier der fette Motor in unsere Lok rein, damit das Ding auch ordentlich vorangeht später. Das macht richtig Spaß. Schaut euch meine Lokomotive an. So sieht sie aus. Von vorne kann man schon richtig gut was erkennen. Und was so richtig Laune macht, abgesehen von dieser ganzen Optik hier, oder schaut euch die Farben an. Hier haben wir die ersten Aufkleberchen drauf auf beiden Seiten. Hier diese 813 auf der 1x2er Fliese drauf. Aber so richtig cool sind hier unten die Räder. Schaut euch mal diese Mechanik an. Wie schön das hier alles so mitfährt. Toll umgesetzt, muss ich sagen. Und das natürlich nicht nur auf Seite 1 oder auf der einen Seite, Seite 1, Quatsch, und dann hier noch auf der anderen Seite, auch hier geht das richtig schön mit, diese Mechanik. Und das zu bauen, macht echt Laune. So, was mich aber ein bisschen wundert, das hier sind die übrig gebliebenen Teile von Bauabschnitt 1, soweit nichts Ungewöhnliches, aber das hier ist kein so ein Standardteil, was normal übrig bleibt. Ich habe eben schon mal hier in der Anleitung durchgeblättert, aber irgendwie nichts gefunden, wo ich die vielleicht vergessen habe. Naja, vielleicht merke ich es noch oder die werden wirklich später gebraucht und waren falsch gepackt. Also hier nochmal der Rundumblick. Einmal die Vorderansicht, die Seitenansicht hier mit diesen, ich weiß nicht was das sind, so Dampfdruckbehälter oder sowas. Richtig cool gemacht. Hier der fette Motor. Oder so ein fetter Motorblock, den wir gebaut haben. Die großen Räder und hier hinten, ja, keine Ahnung, was das noch genau wird. Fährt das einfach nur mit? Ja, irgendwie sowas. Und von unten drunter werfen auch wir nochmal einen Blick dorthin. Sieht es dann eben so aus. Ja, die Kabel sind immer noch ordentlich verpackt. Das heißt, da passiert nichts Großartiges und auch wenn es sich hier dreht, seht ihr, dass hier die Kabel nicht beschädigt werden. Also alles gut, alles cool. Macht echt Laune hier die Steampunk-Lok. Und damit ja, gehen wir doch direkt zu Bauabschnitt Nummer 2. Da ist er. Legen wir los und schauen mal, wie es dann dort am Ende aussieht.
Der Bauabschnitt ist noch nicht fertig, aber wir werfen mal einen kleinen Zwischenblick, wie unsere Lokomotive aktuell so aussieht. Da könnt ihr das sehen. Hier vorne fällt doch sofort auf, jo, LED, da wurde schon wieder die erste verbaut. Hier vorne der Turbineneingang, den wir hier haben. Hier oben wird es verkleidet, ihr seht es mit solchen schwarzen Slopes. Und da hängen noch eine ganze Menge mehr an LEDs dran. Hier ist eine ganze Kette quasi, eine ganze LED-Lichterkette mit verschiedenen 1x1ern in transparent, schwarz und braun. Und das wird dann hier nach und nach verbaut als Beleuchtung. An der Seite haben wir wieder einen Sticker aufgebracht, einmal die 813. Und wenn wir hier weiter wandern, sehen wir auch hier einen Aufkleber drauf. Und auch hier diese Aufkleber, die ja Rost und Korrosion darstellen sollen. Ich finde, das Ding macht schon einen richtig coolen Eindruck. Ist eine schöne Lokomotive, doch gefällt mir gut. Vor allem imposant groß wird das Ding. Besonders gut von der Farbe her gefallen mir hier diese goldenen Teile. Die sehen echt schick aus. Schöne Farbanmischung hier. Dann hier sowas, das wird ein Schornstein oder sowas hier werden an der Seite. Dann haben wir hier natürlich die Fahrerkabine. Auch hier wird noch einiges angebracht. Und wenn ich die hier mal drehe und das Käbelchen wegnehme, kann ich euch zeigen, dass wir hier auch eine Tür haben, die sich öffnen lässt. Und auch auf der Tür ist ein kleiner Aufkleber drauf. Hier das nämlich. Drucke wären natürlich schöner gewesen. Aufkleber sind immer, ja, im Moment okay, aber wie das mit dem Altern aussieht, zerbröseln die irgendwann. Man weiß es nicht, man weiß es erst später. Ja, hier wäre wieder das Thema 1, 2, 3 Aufkleberchen. Schöne kleine Fenster, durch die man hier durchschauen kann. Innen drin ist nichts los. Ne, also da ist nicht viel zu berichten. Aber so, finde ich, macht unsere Lokomotive hier langsam einen richtig, richtig guten Eindruck. Bauen macht Spaß, Teile lassen sich prima verbauen. Und ich bin gespannt, wie sie da noch weiter wird. Vor allem, sie ist recht groß. Ne? Das ist ein langes Teil. Da kommt ja hinten noch dieser Anhänger mit dazu. Also das ist ein schönes, großes Modell. Kein Mini-Teilchen. Nö. Also, soweit, so gut. Ihr seht, Bauabschnitt 2. Da liegen noch ein paar Sachen rum. Ich baue noch mal weiter und dann schauen wir noch einmal drüber. Bauschritt 149 ist fertig. Ja, und genau das gleiche gilt auch hier für die Lokomotive. Im nächsten Schritt wird noch der Anhänger gebaut, aber bevor es soweit ist, würde ich sagen, weg mit der Anleitung und wir schauen uns mal unsere Lok an. Lasst sie mal von der Seite wirken. Ist schön geworden, ne? Ja, nicht alles ist perfekt, aber sie ist echt schön geworden. Also ganz hier hinten. Ah, ich sehe gerade, hier ist was abgegangen. Okay, ganz hier hinten haben wir erstmal unsere kleine Katze auf der Stufe. Dann ein Schrittchen weiter hoch sehe ich, ist mir gerade hier abgefallen. Da ist so eine Laterne, ihr seht auch, mit Beleuchtung. Ja, hier geht's Käbelchen rein, kann man es erkennen. Da muss ich gleich nochmal anbauen. Dann hier an der Seite haben wir schöne goldene Verzierungen, Rohre, Rahmen, irgendwas. Hier unten nochmal was mit Aufkleberchen verbaut. Dann hier so ein ganz langes, sehr wubbeliges Stegteil, das so ein bisschen auch hier an der Mechanik dran ist, aber nicht wirklich stört. Das wurde hier nochmal verbaut. Dann hier unten, hier so eine kleine, ja, auch so eine Stange, die hier reingebaut wurde. Dann hier diese Rohre, die da dran gebaut wurden. Hier nochmal was zum Drehen und Justieren. Hier oben beim Schornstein die Beleuchtung. Ja, kann man hier schön sehen, auch auf der anderen Seite. Auch dort eine Beleuchtung. Natürlich dann hier oben die komplette Verkleidung mit den ganzen Slopes, wo auch das Käbelchen dann versteckt wurde, das von hier vorne dann hier durchgeht. Und dann irgendwo hier was beleuchtet dann da und da und da. Sieht bestimmt nett aus. Ich hoffe, es funktioniert alles. Und dann hier oben nochmal, ja, auch vom Motor her irgendwelche Abgasrohre oder sowas. Ich würde sagen, Krümmer, hätte ich beim Auto gesagt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Schön steampunkig. Natürlich dürfen da auch ein paar Zahnrädchen hier nicht fehlen, die hier noch dran gebastelt wurden. Und ja, ihr seht's. Da ist einiges dran. Auf der anderen Seite sieht es eigentlich ganz ähnlich aus, aber doch ein bisschen anders. Dort seht ihr einmal, dass hier die Beleuchtung von hier, das Käbelchen geht hier in das Führerhaus rein, kommt hier raus.
wird hier durchgesteckt. Ja, das soll so. Und geht dann einmal hier weiter nach unten und geht dann dort auch nochmal, ach, das kann ich euch hier irgendwie schwierig zeigen, auf jeden Fall wird es dann hier so durchgefriemelt. Hier kann man es ein bisschen sehen und ich hoffe, dass das dann später noch etwas besser versteckt wird. Das hängt hier schon ein bisschen offen. Ich würde mal sagen, wenn ihr das irgendwo hinstellt, das ist die Seite, die zur Wand zeigen sollte. Denn hier sieht man doch mehr Kabel. Ansonsten, ja, das Gleiche wie schon auf der anderen Seite. Eine schöne, kleine, ist gar nicht so klein, eine schöne Steampunk-Lok. So, aber jetzt geht's weiter. Wir gehen Richtung Endspurt. Jetzt kommt ja noch unser fantastisch beleuchteter Kristallanhänger. Mal schauen, wie der so aussieht. Ich zeige euch mal kurz hier den Stickerbogen. Na, komm her. Da seht ihr, was alles weg ist schon, beziehungsweise was noch alles da ist. Also ein paar Stickerchen werden wir noch verbauen müssen. Von der Qualität her sind die gut. Ne? Lassen sich gut ablösen, lassen sich gut aufkleben. Aber so auf die Dauer gesehen sind Sticker nicht immer so das Allerhaltbarste. Ja, und das hier ist noch ein bisschen was übrig geblieben ist vom Bauabschnitt Nummer 2. Gut, nach 2 kommt 3, legen wir los. Na, sieht doch schon ziemlich abreisebereit aus, hier unser kleiner Waggon. Schön ist er geworden, aber noch lange nicht fertig. Hier, da liegt noch einiges rum. Aber wir schauen uns das Teil mal an, denn im nächsten Schritt kommt das Lichtkit dazu und dann wird es wieder ein bisschen kabelig und so. Deswegen schauen wir erstmal so. Also von innen ist mal wieder gar nichts los. Das kennen wir schon. Und dann von der Seite schaut es dann so aus. Wieder hier diese schönen goldenen Verzierungen, so ähnlich wie an der Lokomotive schon. Na, hier so ein paar Gitterfliesen noch mit drauf. Natürlich auch ein paar Fensterchen zum Rausschauen. Aufkleber, jawohl, auch mit dabei. Natürlich auch ein bisschen Lichtchen hier hinten, zwei Laternen. Und hier hinten die Türe, die kann man natürlich öffnen, genauso wie die Tür und wie die Tür. Also drei Türen sind hier mit dran. Und ja, mehr gibt es dann da oben schon gar nicht zu sehen. Hier unten können wir uns nochmal das Fahrwerk anschauen. Wir haben also insgesamt 8 Räder hier dran, die hier so verbaut wurden, dass sie auch, ja, rollen. Ne? Wenn man es nicht, ich glaube, ich habe hier den einen oder anderen, der rollt. Hier, da rollt es gerade nicht. Da habe ich das ein bisschen zu feste zusammengedrückt. Ja, oder nee, da habe ich Mist gebaut. Da sieht man es, deswegen rollt er nicht. Ah, ja, Mist gebaut. Irgendwie habe ich mich hier ein bisschen verbaut bei dem Fahrwerk. Oh, so. Da geht es nochmal runter. Irgendwie habe ich hier was Komisches gebaut. Also nochmal weg damit, weg damit, weg damit. Und dann wird das jetzt hier nochmal ordentlich angebaut. Nämlich so und dann so. So passt das, genau. Ich habe mich hier irgendwie echt verbaut. Und wenn man dann schaut und man erkennt nicht richtig, was ist denn jetzt Phase und was nicht. So, sorry, ich habe nichts gesehen. So, da seht ihr nochmal, hier ist jetzt das Fahrwerk. Und das kommt dann hier irgendwie so dran. Genau, dass hier auch die Aufhängung wieder passt. So, perfekt. Naja, ich habe es schief dran gebaut. Egal, mache ich gleich noch. Auf jeden Fall, so sieht unser Waggon aus. Dann kann man jetzt auch schon so diese Gesamtlänge vom Gespann ein bisschen erahnen. Aber wie gesagt, jetzt kommt das Lichtkit dran. Das habe ich hier liegen. Und das ist eine richtig, ich packe das mal eben aus, das wird diese Beleuchtung für diese ganzen Kristalle, die oben sind. Und das hier ist eine recht große Platte. Hier kann man das schön sehen, mit massig LEDs dran. Und die werden dann später erstmal hier von dieser Transparentplatte abgedeckt. Und dann kommt dann noch hier das ganze hellblau, dunkelblau, türkis Geraffel dran und ein bisschen rot auch noch. Sieht bestimmt toll aus. Ich bin gespannt. Also machen wir direkt mal weiter mit dem Lichtkit und ich denke mal auch mit dem letzten Schritt. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann ist hier alles fertig und leuchtet hoffentlich.
Ich habe fertig und muss sagen, richtig schön geworden. Schaut euch das Ganze mal an. Die Details zeige ich euch später mal. Ja, ihr seht hier hinten den Waggon. Hier oben leuchten die Edelsteine drauf. Sieht richtig toll aus. Auch die anderen Leuchtelemente. Alles leuchtet, wie es soll. Schön. So, jetzt mal Kamera in die Hand und wir schauen mal ganz genau rum. Also so sieht unser Zug von vorne aus. Wir sehen einmal die LED vorne, die leuchtet und natürlich auch hier hinter diesem Turbinenrad. Auch das ist schön beleuchtet. Klasse. Für so einen LED-Fetischisten wie mich ist das super. Hier haben wir dann den Motorblock, der auch eine Beleuchtung inne hat. Dann natürlich hier oben die beiden Schornsteine mit Lichtchen. Und dann hier das Führerhaus. Auch dort ist eine Beleuchtung drin. Hier die kleine Laterne. Wunderbar. Und dann gehen wir dann einmal rüber. Kriege ich die Türe hier geöffnet mit meinen dicken Fingern. Ja, na, Moment. Hab's gleich. So, Türe ist auf. Dann seht ihr, dass wir auch dort ein Lichtchen eingebaut haben. Und hier wäre auch noch Platz. Ich habe das jetzt mit einem USB-Anschluss gemacht, aber es wird ja so eine Batteriebox mitgeliefert. Ne? Und wenn man das damit macht, weil man, wo man das Teil hinstellt, eben keine Möglichkeit hat, USB anzuschließen. Ich habe das hier jetzt einfach an eine Powerbank gehängt, weil ich habe dann einen festen Platz für. Dann kann man eben die Batteriebox auch noch irgendwie hier mit rein, ja, stecken und dann ist die dann mehr oder weniger gut versteckt oder besser von hinten. Da kann man sie komplett reinschieben. Auf jeden Fall, hier wäre noch Stauraum verfügbar gewesen oder wäre noch verfügbar. So, Tür zu. Wir sehen, er hat ja auch eine amtliche, ja, unten kann man es erahnen, Unterbodenbeleuchtung. Und natürlich hinten auch nochmal die beiden schönen Abschlusslämpchen. Und ja, das Highlight ist natürlich, schaut euch mal hier diese Edelstein-Blingerei an. Das sieht doch mal cool aus, oder? Echt ein schöner Effekt mit 6 LEDs, die hier in der großen Platte verbaut sind, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Sieht echt cool aus. Also ein tolles Stück, um das irgendwo hinzustellen in die Vitrine. Also finde ich klasse. So, ich mache mal jetzt die großen Lichter eben an, denn ich will euch noch eine Sache zeigen. Ich habe eine Sache zu motzen, aber es ist wirklich nur was Kleines. Und zwar hat mir ein Steinchen gefehlt. Und zwar hier seht ihr einmal, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, oder hier auch, da haben wir, ich nehme ihn einfach mal ab. So, da haben wir doch hier so ein 2x2er in blau transparent. Davon hat mir einer gefehlt. Der wäre hier noch irgendwo mit reingebaut worden. Ist aber jetzt nicht großartig tragisch, sondern da ist genug anderes Kramszeugs dabei, dass ich das hier alles noch gut gefüllt bekommen habe. Gar kein Problem gehabt. Wirklich. Ein sehr, sehr schönes Set. Natürlich mit der ganzen Kabellage. Ne? Man muss gucken, wie man es versteckt. Und ich kann es jetzt hier gar nicht so gut kippen, aber ihr seht hier unten, da sind natürlich auch ordentlich Kabel. Und jetzt hat sich hier meine Waggonverbindung gerade gelöst oder der Zug hat sich hier gerade gelöst. Das ist sehr fummelig, um das hier anzukoppeln. Das ist also, ja, das ist ein bisschen fummelig. Da sind die Finger einfach zu dick, um da irgendwie gut zwischenzukommen. Aber insgesamt ist das hier ein sehr, sehr schönes Set. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auf Steampunk und generell auf so LED-Sets steht, dann greift gerne zu. Ich verlinke euch das Ganze hier unter dem Video in der Videobeschreibung und muss sagen, hat mal wieder Spaß gemacht. Gerne mehr davon. Schönes Ding. Gerade jetzt im Winter. Also, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut.